Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen etwas anderen Adventskalender für dich, denn er geht nicht um Beauty, sondern halt um Food. Und zwar habe ich hier den Guten Morgen Adventskalender von Rot und da bin ich sehr, sehr gespannt, was sich darin verbirgt. Also, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was da so drin ist und wie es so aussieht und so weiter, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück. Genießt die Show und viel Spaß mit dem Video. Den Adventskalender habe ich eigentlich gekauft, tatsächlich für meine Großeltern. Ich weiß aber, dass die halt von der Haptik und so nicht mehr so ganz so fit sind, sage ich mal. Und da möchte ich gerne diesen Adventskalender umfüllen, beziehungsweise einen Teil davon. Und ja, dann auch noch ein paar andere Produkte mit reinpacken und so weiter, so in ein Schächtelchen Adventskalender. Ich denke, dass ich da den Amazon UK Adventskalender auch für nehmen werde. Ja, weil man möchte natürlich ja auch irgendetwas geben, was die halt auch entsprechend handeln können, was die besser aufmachen können, ne? Und ja, da habe ich mir überlegt, dieser Adventskalender wäre mega cool. Die haben letztes Jahr von mir den Rentner-Adventskalender bekommen und sich tierisch darüber gefreut, jeden Morgen so ein Kläppchen aufmachen zu können. Oder ich glaube, da waren das Boxen oder so, oder waren das auch wirklich Kläppchen. Aber es war halt ein bisschen umständlicher und es war so niedlich, wie die sich darüber gefreut haben und wie die mir das halt jedes Mal erzählt haben, wie cool das ist. Ja, dann habe ich mir gedacht, ich möchte es dieses Jahr wieder machen. Ich weiß noch nicht, ob ich meiner Oma einen separaten Adventskalender so für Beauty oder sowas schenken werde. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall meinen Großeltern damit eine sehr große Freude machen kann, denn als ich noch klein war, ja, haben wir immer für meine Oma so einen Adventskalender zum, also so einen selbstbefüllten gebastelt, so ein Schneemann war das, und da haben wir Päckchen gepackt, zusammen mit unserer Mutter und ja, ne? Das ist so ein bisschen, ich mag das, dass ich meine Oma, die jetzt, und, oder meinen Großeltern, Oma und Opa, die jetzt beide, ich glaube 85 müssten die mittlerweile sein, einfach nochmal so ein bisschen dieses Feeling von damals wiedergeben kann. Finde ich ein bisschen herzlich, finde ich ganz schön und das ist so mein Grundgedanke daran. Und deswegen ist eigentlich der Adventskalender, den ich für meine Großeltern mache, der mir am nächsten ans Herz geht. Und deswegen durfte dieses Intro jetzt auch etwas länger sein. Und jetzt starten wir. Du kannst ihn auf Amazon kaufen und da setze ich dir mal den Link dazu in die Infobox. Aber lass uns doch erstmal reinschauen, was da so drin ist und ob er sich überhaupt lohnt. Von den Werten her denke ich nicht, dass ich das runterrechnen kann. Das ist bei Food-Adventskalendern sowieso ja immer so eine Sache, ne? Wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, weil natürlich Kleinpackungen viel, 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 viel mehr wert sind. Das haben wir bei dem Adventskalender von DM Bio und von dem Rossmann-Adventskalender Food-Adventskalender. War das eh in der Bio? Ne, da waren verschiedene Marken drin, ne? Genau, haben wir es ja auch gemerkt. Und ja, hier würde ich jetzt einfach mal sagen, wir starten mit der Nummer 1. Beziehungsweise ist ein Frühstückstisch, was vorne abgebildet ist, ne? Ist jetzt nicht groß ultra weihnachtlich. Du hast hier ein paar Schneeflocken, ein bisschen Weihnachtsdeko, aber ansonsten ist es halt ein sehr, sehr, sehr schlichter Adventskalender. Und wir starten. Okay, es ist halt dementsprechend auch ganz gut, dass ich diesen Adventskalender so ein bisschen separieren kann. Denn in der 1 haben wir tatsächlich schon mal was drin, was meine Großeltern garantiert nicht trinken werden. Das ist Chai Latte Typ Schoko Sweet India von Krüger. Also cool finde ich auf jeden Fall, dass da halt auch Marken drin sind, die man so kennt. Dass es nicht irgendwie so No-Name-Produkte sind, ne? Das ist eine Portion mit 25 Gramm. Ich denke, dass die anderweitig weiter wandern wird, aber nicht bei meinen Großeltern, weil die nicht so auf diesem exotischen Trips sind, sage ich mal. 2 hier unten. So, hier habe ich etwas, definitiv, das werden meine Großeltern bekommen. Schwarzkirsche, Simla, köstlich, fruchtig, 25 Gramm. Das dürfte eine Marmelade sein, wenn ich das hier richtig sehe. Das finde ich ganz cool, so ein kleines Pöttchen. Natürlich über Nachhaltigkeit und Produkt und so weiter. Produktverpackung müssen wir hier gar nicht reden. Das ist natürlich bei Adventskalendern so, dass du Produkte in kleinen Verpackungen hast und dementsprechend, ne, naja, hast du halt ein bisschen mehr Müll, aber es hat auch ein bisschen was von Hotel-Feeling und je nachdem, mit welcher Message man ja auch diesen Adventskalender holt, ist es doch ganz cool. So kannst du mal entweder neue Produkte herausfinden oder wenn du ihn halt weiter verschenkst, jeden Tag eine kleine Freude schenken. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Die Nummer 3 haben wir hier in der Mitte. Ja, auch das wird definitiv in den Adventskalender kommen. Bienenwirtschaft Meißen Blütentracht, das ist ein Honig, 20 Gramm sind hier enthalten. Und ja, Meißen, das ist ja hier nicht unbedingt bei mir in der Nähe, ne? Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Produkt aus der größeren Region, um das mal so zu sagen. Finde ich ganz cool. Hier oben haben wir die Nummer 4.
Das ist auch von Krüger Family 2 in 1. Das scheint dann wohl ein Milchkaffee zu sein. 20 Gramm sind hier enthalten. Das ist auch so ein Tütchen, so eine Einmalanwendung. Einmalanwendung, ich habe zu viel Beauty-Kalender aufgemacht. einmal benutzen Produkt. Muss vielleicht meine Oma, wenn mein Opa gerade nicht da ist, oder mein Opa, wenn meine Oma gerade nicht da ist, jetzt nicht unbedingt die ganze Kaffeemaschine anstellen, um sich einen Kaffee zu machen. Dann kann man sich auch mal sowas essen, trinken. Die Nummer 5 haben wir hier. Und auch hier haben wir wieder eine Chai-Latte von Krüger U. Typ Ingwer Zitronengras, Fresh India. Überhaupt nichts für meine Großeltern. Wird anderweitig verwendet. So, dann schauen wir mal bei Nikolaus vorbei. Das ist hier die Nummer 6. Also die Kläppchen sind alle in der gleichen Größe. Oh, guck mal an. Das ist ein Teebeutel. Okay, krass. Wintermärchen und Sagen. Nikolaus, köstliche Gewürztierspezialität mit feinem Schokogeschmack von Salus aus ökologischem Landbau ohne Aromazusatz. Das finde ich schon süß, ne? Aber für ein Kläppchen in der 6 ist es irgendwie ganz schön mau, aber hey, was soll's. Das riecht voll nach Lebkuchen. Die Nummer 7 ist auch wieder so ein Pulver. Drinking Chocolate. Okay, eine Trinkschokolade. Ja, ein kakaohaltiges Getränkepulver. Das machst du auch einfach mit heißem Wasser und hast dann quasi eine Trinkschokolade. Auch das finde ich ganz cool von der Idee her. Ich glaube nur nicht, dass meine Großeltern das trinken werden. Hier haben wir die Nummer 8. Das ist voll gut, das ist Nutella. So richtig geil, aber die ist schon ein bisschen ausgelaufen, glaube ich, oder? Da ist außenrum zu gerade so ein bisschen Nutella gewesen. Als ob da irgendwo, ist da was offen? Sieht nicht so aus. Hallo? Ist da irgendwo eine Öffnung? Nö, aber ich habe was am Finger. Das wird hier natürlich an der Strumpfhose abgewischt. 15 Gramm sind hier drin. Also das ist halt wirklich so für sparsam bist, für eine große Scheibe Brot. Wenn du nicht sparsam bist, für eine kleine Scheibe oder eine halbe Scheibe Brot. Ja, aber finde ich ganz cool, weil ich auch weiß, dass meine Großeltern eigentlich nie sich so wirklich Nutella oder sowas gönnen oder holen halt, ne, weil die nicht so auf die das Bedürfnis danach haben, weil halt die nicht so süßmäßig unterwegs sind. Aber finde ich eigentlich ganz cool von der Idee her und ich glaube, das kommt bei denen auch in den Adventskalender mit rein. Die Nummer 9. Oh, lecker, ja, die habe ich aktuell bei mir auf dem Tisch stehen zum Essen. Das ist von Manna ein Keks, eine Waffel. Also das ist schon echt niedlich, ne, muss man ja wirklich sagen. Aber naja, es ist halt wirklich eine Waffel, ne, wenn man sich halt diese Packung holt, da hast du davon 30 drin oder so. Naja, aber ist ganz niedlich und für mal probieren ist es gar nicht so verkehrt. Und ich finde es auch wirklich lecker, das muss ich ja wirklich dazu sagen. Oh nee, da ist noch ein zweites drin. Ha, können sie sich teilen. Das finde ich gut. So gehört sich das. Hier haben wir die Nummer 10. Aber den Tee müssen sie sich teilen. Das finde ich auch interessant, ne? Egal. So, von Solito heißer Holunder mit Vitamin C und Magnesium Portion für eine Tasse 10 Gramm. Da kannst du dir einen heißen Holunder-Tee quasi zu machen. Das ist so ein Instant-Tee. Ja. Ne? Ich glaube, das packe ich zusammen mit dem Tee dann in ein Kläppchen. Das ist irgendwie besser, sonst streiten die sich notfalls noch drum und das wollen wir ja nicht. 11. Hier oben. Und hier sind auch wieder mehrere Sachen drin. 2. Das sind Espresso-Bohnen, schokoliert. Ach so, 2 verschiedene. Das ist einmal eine schokolierte Espresso-Bohne. Das heißt, du hast von Helmer, ja. Da hast du in der Mitte eine Bohne und außenrum zu Schokolade. Und hier hast du eine eine Mandel in der Kakaohülle. Auch das sehr, sehr lecker. Sowas kann man immer schön nehmen, wenn man zum Beispiel eine Tasse Kaffee hat und dann legt man das so daneben und dann kann man sich das so essen. Finde ich ganz cool eigentlich. Aber die Espresso-Bohne, da muss ich auch zu sagen, da musst du wirklich Kaffee lieben. Ansonsten magst du sowas nicht. So, sind wir bei der Halbzeit, bei der 12. Haben wir wieder einen Chai. Latte Macchiato. Okay, das ist eigentlich ganz witzig. Wundervoll cremig. Okay, das ist dann wahrscheinlich auch wieder von Massimo ist das, dass du da einfach nur Wasser zumachen musst, so ein Instant-Kaffee-Gedöns. Ich persönlich bin ja nicht so der Ultra-Fan, 12,5 Gramm sind hier drin, genau, der Ultra-Fan von Instant-Kaffee oder sowas. Einfach weil ich auf der Arbeit und zu Hause die Möglichkeit habe, mir ganz normal Kaffee zu machen.
Wenn du aber irgendwie unterwegs bist oder wie auch immer nur die Möglichkeit hast, irgendwie an heißes Wasser ranzukommen, aber halt nicht jetzt irgendwie eine Kaffeemaschine so mit dabei hast, zum Beispiel für unterwegs, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sowas ganz praktisch ist. Und ja, ne? Deswegen, also für unterwegs, da hat man auch mal eben so einen Wasserkocher mit dabei. Aber es gibt ja auch Wasserkocher zum Beispiel fürs Auto oder, keine Ahnung, ich glaube, an heißes Wasser kommst du einfach eher ran als an eine Kaffeemaschine. So. Ist aber eher weniger was für meine Großeltern. So, dann gucken wir mal hier in die 13. Hier haben wir nochmal so einen Honig. Ach so, der eine, warte, den wir hier hatten, das war halt so ein cremiger Honig. Und das hier sind 20 Gramm, auch wieder von der Blütenwirtschaft Meißen, so ein klarer Honig. Sehr, sehr cool. So, wo waren wir jetzt gerade eigentlich? Bei der 13. Dann gehen wir mal zu 14. Die ist hier oben beim Stern. Ja, noch so ein Instant Fee von Massimo. Das ist ein Cappuccino Classico. Jo. Ne? Auch wieder Instant zum Aufgießen. Meine Mama hat damals immer so einen Pott von diesem Cappuccino-Pulver gehabt. Das weiß ich noch. Die hat sich immer sowas getrunken. Vielleicht kriegt die das einfach mal. Hier haben wir die Nummer 15. Ah, diese ganzen Instant-Viecher, ne, die musst du auch mögen. Ansonsten bist du mit dem Kalender hier nicht, glaube ich, nicht ganz so zufrieden. Mokka, Kaffee und Zucker und Kaffeebeißer, 1 aus 3. Ja, das ist halt auch wieder von Massimo so ein Aufgießvieh. So. Eher weniger was für meine Großeltern. Ich glaube, die werden das zwar annehmen und sagen danke, aber die werden es nicht verwenden. Und dann finde ich schon wieder irgendwie schade. Deswegen, ich stelle den Kalender ja auch wirklich individuell zusammen. Ne? Die Nummer 16. Oh, hier haben wir wieder einen Tee von Salus. Erlesene Variation aus dem Orient. Kräutergewürztee aus 1001 Nacht. Ein sinnlich entspannender Hochgenuss. Feiner Kräutergewürztee mit süßen Rosenblüten. Oh, das ist eigentlich voll das Claudi-Getränk. Riecht ganz angenehm, doch. Also würzig, aber nicht zu extrem. 17. Haben wir hier. Oh. Oh, was seht. Hä? Das sind so Schiffchen. Und die kannst du, wenn du so einen schönen Kaffee mit einer Crema hast, ne, oben drauf stellen, glaube ich. Oder? Sweet and playful. Und ich glaube, das ist Zucker. Und damit süßt du dann quasi deinen Kaffee. Das ist schon süß. Also knuffig. Das ist echt knuffig. Zweimal. Ich glaube, da lege ich dann lieber ein Zettelchen für meine Großeltern mit dabei, was das ist. die Nummer 18. Oh ja, jetzt haben wir hier wieder so ein Pöttchen mit Marmelade von Simla. Pfirsich Maracuja, köstlich fruchtig, Peach Passionsfrucht. Oh, lecker. Das ist halt auch so ein kleines Pöttchen, aber das kannst du ganz gut für 2, 3 Brote verwenden. Meine Oma nimmt zum Beispiel gerne ein Brot und macht da so Quark drauf und dann kommt Marmelade drüber. Also Quark mit Marmelade auf dem Brot, das ist so ein typisches Oma-Brot. Also für mich, ne? Das ist sowas, hat meine Oma immer gegessen oder isst meine Oma sehr gerne. Und was wir, wenn wir so im Urlaub waren, mit meiner Oma oft gegessen haben, war dann halt ein Brot mit sehr, sehr dick Butter und dann Zucker drüber. So richtig schöner, geiler Zucker. Es war ein Zuckerbrot und das ist so lecker. Das esse ich immer noch so gerne. Oh, no. Da muss ich gerade dran denken und das ist voll das, also das ist was für meine Oma. Naja, wir gucken mal in die Nummer 19. Schreib du mir doch mal gerne, ob du eher so der süße oder eher so der herzhafte Typ bist. Hier haben wir wieder eine. Oh, ist das Apfelmus? Ostwiese Apfelkraut. Grafschafter. Ich glaube, das ist Apfelmus. Wenn ich mich nicht irre. Das fände ich richtig cool, weil wir haben damals immer so viel Apfelmus bei uns zu Hause eingemacht. Also wirklich, Gläser, der ganze, wir hatten, ach meine Güte, wir hatten einen ganzen Einmachkeller, voll 100 Gläser, keine Ahnung, nur Apfelmus. Und dann haben wir noch Kirschen eingemacht und Birnen und Rotkohl und Sauerkraut und allen Kram. Aber Apfelmus, das ist so bei uns in der Familie das absolute Nonplusultra. Ich esse zu allem Apfelmus. Wenn ich mir ein Hähnchen bei unserem Hähnchenwagen hole, der hier manchmal so bei Supermärkten steht, ne, so richtig geiles Brathähnchen, dann nehme ich mir das Ding, was ja richtig schön würzig von außen ist und knusprig, ne? Nehme mir dann so ein Beinchen ab zum Beispiel, dann dippe ich das richtig schön, ich dippe das nicht rein, ich tunk das richtig in Apfelmus und dann wird das gegessen. Oh, Apfelmus ist so geil. Oder Apfelmus mit Rotkohl, Apfelmus mit Braten, Apfelmus mit Nudeln, mit Pudding. Ich liebe Apfelmus.
meine Großeltern halt auch, weil daher kommt es halt, ne? Und ja, wenn das halt wirklich Apfelmus ist, finde ich das ein niedliches Pöttchen. Das ist ja für einen hohlen Zahn, aber geil. Das ist von der Idee her auf jeden Fall geil. Wir gucken jetzt in die Nummer 20. Jo, hier haben wir wieder einen Tee. Das ist halt weniger, echt wirklich weniger was für Paare, sondern eher was für eine Person, dieser Adventskalender. Ingwer, Zitrone, scharfer Ingwer, Zitronen, erfrischende Kräuter und Gewürze schenken ein aromatisches Geschmackserlebnis von Salus. Absolut gar nichts für meine Großeltern. Das heißt, der wird auch weiter wandern, anderweitig. Ich glaube, meine Ma, die mag sowas. Die ist eigentlich mehr so in dem Bereich exotische Geschichten unterwegs. 21. Jo, hier haben wir wieder so ein Tütchen Chai Latte Vanillezimt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Classic India von Krüger U. Ja, das ist schon sehr exotisch, ne? Nix für meine Großeltern. Nein. Nummer 22. Ein Teelicht. Ein Duftteelicht. Das ist auch irgendwie. Irgendwie hat das was. Irgendwie hat das was. Wupp, wupp. 23. Ja, jetzt haben wir das, wo mein Opa sich drüber freuen wird. Und zwar haben wir hier 25 Gramm von Quint Mettwurst gekocht nach Bauernart. Siehste, sowas meine ich. Wenn ich sowas drin habe, das feiert mein Opa. Ja, mehr davon. 24. Damit wären wir bei Heiligabend. Oh nein. Ach, guck mal, das ist so ein... Ach nein. Da sind noch Flusen dran, die mache ich kurz mal ab, um das Ganze etwas hübscher aussehen zu lassen. Einfach eine Nikolausmütze. Und du kannst sowas über ein Ei drüber machen. Halt, ne? Und dann hast du so einen Eierwärmer. Ist das nicht niedlich? Ich finde es ultra niedlich, meine Herren. Es ist zwar echt nicht die beste Qualität, sage ich mal, aber geil von der Idee her. Ein Eierwärmer auf jeden Fall mal in Nikolausmützendesign oder Weihnachtsmannmützendesign. Doch, das finde ich niedlich. Geiles 24. Kläppchen. Wir haben den Adventskalender nun erfolgreich geöffnet und ich würde sagen, dass ich doch das ein oder andere Produkt für meine Großeltern mitnehmen kann, genau, verwenden kann. Ja, ein paar andere Produkte gehen dann für meine Ma, für meine Stiefma, für meine Schwiegerma ins B, für meine Stiefschwiegerma ins B, für meine Schwägerin ins B. Vielleicht auch für meine Kollegin. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall fand ich den Adventskalender ganz cool. Der hat ja, wie gesagt, um die 20 Euro gekostet. Ich glaube, 23 Euro oder 22,50 oder sowas habe ich dafür bezahlt. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, ne? Weil es auf jeden Fall mal was anderes ist. Also manche Produkte, da muss ich echt so, okay, ein Teebeutel, yay. Aber ansonsten, im Großen und Ganzen, ich finde den Adventskalender cool und ich kann ihn euch auf jeden Fall besten Gewissens empfehlen. Doch, hat mir gut gefallen. Coole Produkte drin, wirklich. Und ja, wertechnisch. Brauchen wir nicht drüber reden. Liegen wir garantiert nicht bei dem, was man halt dafür bezahlt. Aber man schenkt halt auch so ein bisschen Spaß, ein bisschen so dieses Gefühl von, ich teste mal was Neues oder Abwechslung. Ne? Ist auch irgendwie mal ganz cool in der Weihnachtszeit. Und ja, das war mein Adventskalender-Unboxing von dem Guten Morgen Rot-Adventskalender. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Lass dich spoilern und schau einfach mal durch. Es sind sehr, sehr viele mittlerweile. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!